willkommen zurück. Heute haben wir in der Kategorie International Artist etwas ganz Besonderes für Sie. Der zweifache Echo-Gewinner Vertje Ost hat einem Interview zugestimmt zu dem wohl interessantesten Thema laut ihren Online-Votes, die Liebe. Unsere Außenreporter stehen schon in den Startlöchern, und zwar Frau Müller und Herr Schmidt. Wir schalten jetzt live nach London. Viele Grüße aus dem Hauptstudio. Vielen Dank für die Grüße und vielen Dank an Sie, Herr Ost, an Sie, Herr Pfeiffer, dass Sie sich Zeit genommen haben, unsere Zuschauerfragen zu beantworten. Ja, ich habe einen kurzen Zwischenaufenthalt hier und sträube mich diesmal nicht gegen Interviews, obwohl es mir eigentlich ganz und gar nicht gut geht. Was liegt Ihnen denn auf dem Herzen? Ach, wissen Sie was? Das kann ruhig die ganze Welt wissen, was auch spekuliert wurde. Ich liebe Lotte. Das Ganze gestaltet sich aber etwas schwierig, denn sie hat jemand anders. Ich bin mit meinen Gefühlen im Kreuzfeuer und dieses ganze Gefühlskarussell halte ich körperlich und seelisch nicht mehr lange aus. Es tut mir leid, das zu hören. Haben Sie denn schon mit Frau Baumann geredet? Ja, sie will mich nicht mehr. Sie hatte mir auch nie erzählt, dass sie jemand anders hat. Als sie es mir erzählte, erstarrte ich. Ich konnte es kaum glauben, als hätte sie mein Herz sprichwörtlich in zwei Hälften gerissen. Naja, mehr möchte ich aber auch nicht sagen. Es drückt mir sonst zu sehr auf die Privatsphäre. Und Sie, Herr Pfeiffer, haben Sie noch etwas anzumerken? Ja, sehr gerne. Vor 5 Jahren ließ sie mich eiskalt sitzen für den Herrn Wärter. Und nun hat sie dasselbe mit ihm gemacht. Deshalb möchte ich nun die ganze Welt vor ihr warnen. Wenn diese Frau das nächste Mal zuschlägt, muss man schnell handeln. Danke an Sie, Herr Ost, und an Sie, Herr Pfeiffer, dass Sie uns einige Einblicke gegeben haben. Und hiermit zurück ins Studio. Vielen Dank an unsere Außenreporterin Frau Müller für die Eindrücke. Wir schalten jetzt live zu Charlotte Baumann für ein weiteres Interview. Ja, ich habe gerade schon mit Frau Baumann gesprochen. Es hat sich herausgestellt, dass Herr Ost schon länger diese Probleme hat und sich versucht hat, umzubringen. Glücklicherweise wurde er aber daran gehindert. Frau Baumann, können Sie noch genauer auf die Beziehungsprobleme drauf eingehen? Ja, also ich konnte nie viel Zeit mit ihm verbringen, weil er ständig auf Touren unterwegs war. Aber wenn er mal zu Hause war, dann haben wir uns meistens einen gemütlichen Abend gemacht und waren in schicken Restaurants essen. Wo wir natürlich aufpassen mussten, dass uns keiner erkennt, was das sonst war mit dem gemütlichen Abend. Das fand ich sehr nervig und auch anstrengend. Und ich glaube, es brachte mich unter anderem dazu, auch unsere Beziehung zu hinterfragen. Ich meine, ich habe extra meinen Geliebten verlassen, um mit ihm bis ans Ende meiner Tage glücklich zusammenleben zu können. Aber so habe ich mir unsere Beziehung sicher nicht vorgestellt. Ich will nicht den ganzen Tag da zu Hause rumsitzen und warten, bis er mal von Tour kommt. Und wenn er dann mal da ist, erst keine entspannte Zeit verbringen zu können. Ich habe ihm auch mehrmals gesagt, dass es so mit uns nicht weitergehen kann, aber er hat sich einfach nicht geändert. Deshalb habe ich ihn jetzt für einen anderen verlassen. Ich meine, er hat es ja wohl nicht anders gewollt. Vielen Dank für Ihre Worte. Wir werden später nochmal auf Sie zurückkommen. Das war es jetzt aber erstmal. Und damit zurück ins Studio. Das weitergeführte Interview mit Charlotte Baumann und Vertje Ost können Sie ab morgen in unserer Online-Mediathek abrufen oder um 18 Uhr wieder einschalten. Und nun das Wetter für Montag, den 12.05.2016. Morgen wird es teils sonnig, teils wirklich bei 24 Grad. In Oberbayern und Rhein-Main-Gebiet wird es am Nachmittag örtliche Gewitterschauer geben. In der Nacht scheint nur selten die Sonne. Eine Einmeldung hat es eben unser Studio erreicht. Der bekannte Sänger Vertje Ost hat sich kurz nach unserem Interview das Leben genommen. Im Anschluss an unsere Sendung folgt nun der Blockbuster Transformers 4. Trotz dieses nicht allzu schönen Vorfalls wünschen wir Ihnen natürlich einen schönen Abend.